Hi ho und willkommen zurück bei dem Strategiespiel und Zwergenfreunde zur Age of Mythology. Jo, wir gehen jetzt in Mission 6 und gucken mal, wie es weitergeht. Hoffentlich klappt es. Ja, hoffentlich. Verflucht seien Troja und alle, die in seinen Mauern leben. Sie haben unsere Vorratslager und Zelte verbrannt. Sogar fast alle Schiffe. Wir können von Glück sagen, wenn wir noch entkommen. Rückzug? Wir haben gerade eines der Tore zerstört. Wir sollten unseren Angriff verstärken und nicht von Rückzug reden. Darauf werden die Trojaner nicht warten. Sie werden bestimmt jeden Augenblick wieder angreifen. Es sei denn, sie denken, dass wir abgezogen sind. Poseidon ist der Herr der Pferde. In Atlantis opfert ein General sein Ross, wenn er geschlagen ist. Ein Pferd, genau. Ein großes, hölzernes Pferd. Ich verstehe nicht. Soll es kämpfen? Das ist bald erledigt und wir brauchen keine neuen Belagerungswaffen zu bauen. Akontos, ich brauche eure Hilfe. Jo. Diejenigen, die sich mit der Geschichte auskennen, wissen jetzt, was kommt. Sammeln Sie für den Bau des trojanischen Pferdes 1000 Einheiten Holz. Jo. Lege Vritomos. Etimi. Prostagma, malista. Dafür brauchen wir erstmal noch mehr Bürger. Na, was haben wir hier? Geschwindigkeit von Kavallerieeinheiten erhöhen. Sehr schön. Da drüben ist unser Tempel. Mehr haben wir leider nicht. Lege Vulome. Wir werden nämlich ziemlich viel Konterkavallerie brauchen. Für den Anfang. Und am besten das Holzsammel-Upgrade. Aber erstmal brauchen wir mehr Holzfäller. Und wir bleiben im klassischen Zeitalter. Wobei uns im klassischen Zeitalter wahrscheinlich gar keine Konterkavallerie zur Verfügung steht. Ja, bauen wir mal den Stall. Denn unsere Aufgaben. Sammeln Sie für den Bau des trojanischen Pferdes 1000 Einheiten Holz. Hinweise. Sie müssen 1000 Einheiten Holz zur Verfügung haben, bevor das Grundgerüst des trojanischen Pferdes erscheint. Sollte Speer ihr Lager entdecken, lassen sie sich nicht entkommen. Sie wird mit bewaffneten Patrouillen zurückkehren. Schwerpunkt. Die Kavallerie der Griechen wird im Stall ausgebildet. Der Hippokon ist ein Kavalleriesoldat aus dem klassischen Zeitalter, der allgemein stark im Kampf gegen Bogenschütze und Belagerungswaffen, jedoch schwach gegen Infanterieeinheiten ist. Im heroischen Zeitalter steht den Griechen der Prodoromus zur Verfügung, eine Konterkavallerieeinheit, die stark im Kampf gegen die Kavallerie, jedoch wenig effektiv gegen andere Einheiten ist. Ja, das habe ich übrigens auch noch nie erklärt. Soll ich mal kurz machen. Wo ist denn meine... Nicht meine Diplomatie. Ah, da ist der Tech-Tree. Was wir an Einheiten haben. Wir kriegen nämlich im klassischen Zeitalter erstmal unsere Grundeinheiten. Also die drei hier, der Hoplit, der Toxote und den Hippikon. Das sind unsere drei Standardeinheiten. Der Hoplit ist eine Infanterieeinheit, die stark gegen Kavallerie ist. Der Toxote ist eine Fernkampfeinheit, die stark gegen Infanterie ist. Und der Hippikon ist eine Kavallerieeinheit, die stark gegen Bogenschützen ist. Also Infanterie, die Kavallerie schlägt, Kavallerie, die Bogenschützen schlägt, Bogenschützen, die Infanterie schlägt. Genau in der Reihenfolge. Im heroischen Zeitalter kriegen wir dann die anderen drei Einheiten, die sogenannten Kontereinheiten. Das sind nämlich genau die Einheiten, die effektiv gegen sich selbst sind, sagen wir es mal so. Also der Hypaspist ist eine Infanterieeinheit, die gegen Infanterie stark ist. Der Peltast, Bogenschütze, der gegen andere Bogenschützen effektiv ist. Und der Prodoromus, eine Kavallerieeinheit, die gegen andere Kavallerie effektiv ist. Und so, ähnlich sieht das auch bei den anderen Völkern nachher aus mit den Einheiten. Wir kriegen Standardeinheiten und Kontereinheiten. Nur um das mal vorwegzunehmen. Ja, gibt es hier noch was, was ich erklären könnte? Naja, bei den Schiffen ist es genauso. Wir kriegen... Wobei bei den Schiffen ist es einfach nur Schere, Stein, Papier. Da gibt es keinen...
keine Kontereinheiten. Wir haben die Trireme, die stark gegen Hammerschiffe ist, also die Pentakotta hier. Der Pentakotta ist stark gegen Belagerungsschiffe, wie das Schlachtschiff hier. Und das Schlachtschiff ist wiederum stark gegen Geschützschiffe, wie Triremen. Ja. Und das war's eigentlich. Belagerungseinheiten sind einfach Belagerungseinheiten, die sind stark gegen Beute. Und der Petrobolos ist eine Artillerieeinheit, genau. Aber jetzt wieder zurück zur Mission, denn wir brauchen Holz. Und auch wenn es etwas Holz kostet, wir brauchen Gold. So, weil wir können hier Hippikons ausbilden. Davon bilden wir mal 3 Stück aus, denn unsere Pentakotta brauchen noch mehr Unterstützung. Und ja, ich könnte zur Nahrungsversorgung mir noch Schiffe bauen, aber das lasse ich mal. Und unser Bevölkerungslimit ist zu gering. Das ist auch wieder schlecht. Gunst bringt uns leider nicht viel. Wir brauchen hauptsächlich Holz. Ich werde mal trotzdem darauf eingehen und auf. Erstmal gucken, dass ich die Elite-Viecher hier loswerde, was nicht so toll ist. Schnell zu den Toren! Wir müssen Troja warnen! Gut gemacht. Wenn wir diese Späher aufhalten, wird Troja uns nicht angreifen. Ah, Gott sei Dank. Etimus, Meister. Ne. Das Problem ist, da sind jetzt unsere. Ein Teil unserer Leute davon gegangen. Das heißt, ich muss mal einen der Goldbauer abkommandieren, dass er mir 2 Häuschen baut. Ja, das Holz kommt rein. Sehr schön. Eigentlich verstehe ich es gerade nicht. Wir müssten eigentlich genug Dorfbewohner haben. So. Noch 2 Dorfbewohner. Weil die brauchen wir eigentlich am dringendsten. Dorfbewohner. Am besten noch einen, der Nahrungssammelt mindestens. Weil die 5 Holzfäller, die bringen eigentlich ziemlich rasch das Holz herbei. Und nachher dürfen wir dann hier das trojanische Pferd aufbauen. Nutzen wir mal kurz Heilung. So. Weil die Elite-Gegner sind doch ein bisschen nervig. So, wir haben schon fast die 1000 Holz. Sehr schön. Ja, die Mission geht eigentlich der Teil recht fix, wenn man ihn kennt. So, wir haben das Holz, also schicken wir alle Arbeiter das trojanische Pferd errichten. Das kann auch noch eine Weile dauern. Schicken Sie die Dorfbewohner zum Gerüst des trojanischen Pferdes, um es fertigzustellen. Je mehr Dorfbewohner Sie einsetzen, desto kürzer die Bauzeit. Lassen Sie Speer nicht entkommen. Sie kommen mit bewaffneten Patrouille zurück. Also bauen Sie das trojanische Pferd.
Also eine Patrouille dürfte ich auf jeden Fall noch erledigen können mit den paar Truppen, die ich habe. Zur Not einfach noch zwei Hippikons hinzufügen. Während hier alle das trojanische Pferd bauen. Wobei das auch recht flott geht. Und ja, das ist eigentlich die einzige Mission, in der ich so Kavallerie baue, weil nur hier die Kavallerie wirklich nützlich ist. Und der beschwört hier einfach einen Waldbrand. Die Späher dürfen nicht nach Troja zurückkehren, sonst werden wir an diesen Späher aufgehalten. Aber seid auf der Hut, Männer, es werden weitere kommen. Jupp, es werden weitere kommen. Da ist mein Wald abgefackelt. Zum Glück hatten wir vorher schon genug Holz zusammen. Sonst hätten wir hier Holz abbauen müssen. Das hätte alles ein bisschen verzögert. Aber wir haben es geschafft. Eigentlich steht dem trojanischen Pferd jetzt nichts mehr im Wege. Schon ein bisschen übel, wie da die Skelette der Pferde und Menschen zurückbleiben. Eigentlich müsste das trojanische Pferd genau dann fertig sein, wenn... Es könnte vielleicht noch eine Patrouille kommen, die schaffen wir allerdings. Und der Rest... Ja, sollte eigentlich okay sein. Zelte. Wir haben zwei Zelte, davon kriegen wir 20 Bevölkerung. Hier stimmt übrigens die Bevölkerung mal wieder nicht. Wir haben nämlich wieder 10 mehr Bevölkerung, als wir haben dürften. Wir dürften nämlich nur 55 haben, aber egal. Blut des Zeus, aber dafür ist es schon zu spät. Ich weiß eh nicht, ob sich die Weiterentwicklungen, die wir jetzt machen würden, die Forschungen noch Auswirkungen haben auf nachher, wenn wir das Pferd fertig haben. Könnt ihr mal kurz einen Blick drauf werfen. Ermöglicht ihn, unbemerkt nach Troja zu gelangen. Braucht 1000 Holz, hat 2500 Lebenspunkte und so weiter. Nach zahlreichen Erfolgen durch diese Belagerung Trojas, die zu keinem Ergebnis geführt haben, gaben die Griechen ihren Rückzug vor. Sie ließen ein großes hölzernes Pferd zurück, in dem sich zahlreiche griechische Helden versteckten. Die Trojaner sollten dazu gebracht werden, das Pferd durch die Tore in die Stadt zu ziehen, wo die Helden des Nachts dann unerwartet angreifen konnten. Genau. Und das ist auch der Sinn für uns hier. Hallo Vogel. Finde ich immer lustig, das war schon in Age of Empires so, dass immer mal wieder Vögel vorbeigeflogen sind. Nur hier in Age of Mythology kann man sie nicht mehr auswählen. Ja, das sieht doch sehr gut aus. Noch 900 Trefferpunkte, da ist das Pferdchen fertig. Leche? Leche? Jo. Ne. Volume. Prostagma orthos. Ich glaube, dass wir dann nachher auch noch selbstständig da Einheiten reinstecken müssen. Orthos. Hetimos. Orthos. Das werden wir ja gleich sehen, wenn es soweit ist. Mal sehen, ob vorher noch ein Angriff kommt. Hetimos. Thank you.
Oh ja, es kommt noch ein Angriff. Aber die kriegen wir doch relativ gut klein. Wir dürfen nicht nach Troja zurückkehren, sonst werden wir angegriffen. Gut gemacht. Dieser Speer wird nicht mit einer Patrouille zurückkehren. Ja. Lege. Prostagma. So. Ich weiß gerade gar nicht, ob wir noch Einheiten selber reinstecken müssen oder ob wir welche kriegen. Das sehen wir aber gleich. Nein. Bringt das Pferd in Position, schnell!